Yippie, ein neues Medal of Honor. Nee, doch nicht ganz. Es heißt Verdun. Hat aber auch was mit Shooter und Weltkrieg zu tun, oder? Ja, nur, dass es dann noch ein Online-Shooter noch dazu ist. Und es geht um den Ersten Weltkrieg. Nicht nur um die Schlacht von Verdun, sondern es gibt zurzeit 3 verschiedene Maps. Das Spiel ist noch in der Beta-Phase. Jetzt gab es eine Early-Access-Version auf Steam. Und wir haben es angespielt. Ja, und ich bin noch ein bisschen unentschlossen, ob ich lieber nach Verdun möchte oder das Spiel weiterspielen möchte. Also du meinst die echte Schlacht von Verdun? Ja. So eine große Qual, das Ganze. Ja, also hier, das Spiel ist so mit Squads, das heißt 4 Spieler in einem Squad und insgesamt sind es meistens nur maximal 20 Spieler auf einer Karte, aber das Problem beim Anspielen war, insgesamt weltweit haben es gerade 15 Menschen gespielt. Also ein voller Erfolg, diese Early Access Beta. Ja, wenn man das mal so sieht, das Spiel wurde nur von 3 Menschen entwickelt. Also 3 Menschen erreichen 15 Menschen, ist doch schon ein Fortschritt. Ja, gar nicht so schlecht, mal 5. Ja. Sagt mir mein Mathematikverständnis. Ja, ist es denn zu Recht so unerfolgreich oder ist es einfach nur zu unbekannt? Ich finde, es ist zu Recht zurzeit noch unbekannt. Sieht man hier so ein bisschen. Ich habe jetzt die Karte kurz verlassen, möchte jetzt wieder zurücklaufen. Naja, in Schützengräben ist es trotz dieser wenigen Spieler manchmal zu voll. Es passiert auch selten etwas. Das Spiel ist so auf Realismus getrimmt. Und wenn man da zum Beispiel aus dem Schützengraben kurz mal aufsteht, wird man auch gleich niedergeschossen. Ja, und ansonsten, Abwechslung ist gut. Es ist ein Schützengräben, es sieht alles so halt trist aus, passt ja irgendwo zum Setting. Es gibt auch nur wenige Waffen, was ja auch irgendwo stimmt. Zu der Zeit gab es nicht viel. Aber ich weiß nicht, man könnte auch ein anderes Setting sich aussuchen für einen Online-Shooter. Das ist so meine Meinung dazu. Keine positive Meinung. Ich finde, es sieht auch strunzöd aus. Ja. Und irgendwie auch schon sehr Early Access, ne? Also. Ist es. Das betonen die Entwickler aber auch. Und man muss wirklich sagen, 3 Leute, dafür sieht es schon ganz gut aus. Aber ich würde zurzeit keine 13 Euro dafür ausgeben. Ich auch nicht.